fondamentale. Herr Clement, du Wort. Merci, Herr Präsident, Herr Bildungsminister. Aktuell ist die Anzahl von Personen, die sich für den Konkurs vom Stage am Enseignement fondamental melden, nicht hoch genug, für die Anzahl auf freie Posten zu decken. Dafür gibt vom Educationsministerium zusätzlich sogenannten Quereinsteiger rekrutiert. Das ist auf Basis von einem Gesetz von 2018. Weil es sich bei dieser Prozedur dafür um eine relativ neue Mesur handelt, ergibt sich um Terrain ein Reihe Fragen. An der Fett, dass es in der Praxis vier verschiedene Kategorien von Personen gibt, die einen errichten, ist das natürlich nicht mehr einfach. Da sind es nämlich Türfrinnen und Schulmeisterin, die einen Bachelor in der Science de l'Education haben, Quereinsteiger chargé de cours, und auch Remplaçant temporär. Alle vier mit verschiedenen Ausbildungen, und auch im Terrain mit derselben Aufgabe betraut, nämlich das, als kann er einen interessanten und informativen Kurs an der Schule zu bieten. Dafür will ich dem Herrn Bildungsminister folgende Frage stellen. Als Quereinsteiger, die den Kurs um IFEN, den Stage und auch den Konkursexamen gepackt hat, gleichgestellt mit einer Person, die ihr Bachelor an der Science de l'Education hat, an den Stage auch gepackt hat. Kennt also ein Quereinsteiger, der seinen Kuren um IFEN, den Stage und auch den Examenskonkurs gepackt hat, also irgendwann auch Direktor oder Schulmeister für Kanada mit besonders spezifisch, also ein IRBS, gehen. Also für Quereinsteiger möglich, Kuren um IFEN an den Stage zu absolvieren, mit dem Konkursexamen recht zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Falls ja, wie viel Zeit darf maximal zwischen dem Schreiben vom Examen an dem Halle von der letzten Schulstunde bzw. dem Absolvieren vom letzten Modul um IFEN leihen? Und danach, als der Minister der Meinung der Chargeen, die mehr wie 5 Jahre Erfahrung am Beruf vom Enseignement haben, die neidische Qualifikationen haben, für auch als Quereinsteiger ungeholt zu gehen. Wenn dem so ist, falls dem nicht so ist, pardon, wie geeft der Minister da rechtfertigen, dass diese Personen trotzdem eine lange Klasse Schule haben? Falls dem so ist, wie sehen Dispositionen aus, für das die zu vollem Umfang von den Dispositionen vom Quereinsteigerprogramm können profitieren? Merci. Merci vielmals, Herr Clement. Der Minister für Education, Kanada Jugend, der Claude Maischwitz,